Das hört sich nach Gegners an da oben. Daniel-san. Go. Ambush them. Night vision, tactical advantage. Schon ziemlich dunkel, Alter. Das kann ich nicht so cool zeigen hier in First Person, aber ich hatte jetzt letztens so was ziemlich Cooles, was heißt für mich Neues herausgefunden, wie man sich außen stand. Also ich stehe mal kurz auf und dann, warte, so zur Seite hinfallen lassen. Ich weiß nicht, ob du es gerade im Stream gesehen hast. Muss mal gucken lassen. Das ist ziemlich awesome. Delay. Okay. Man kann sich so zur Seite hinfallen lassen sozusagen. Das ist ziemlich nice. Direkt vor mir irgendwo. Eine Aktion. Schon mega dangerous eigentlich hier auf dem Stein zu stehen. Daniel-san. Ich mag das Scope extrem gerne. Das ist eines der allercoolsten. Also der allercoolsten Battle Royale Scopes, also dieser Custom Scopes. Geschossen. War verkackt. Scheiß russische Kackwaffe. Down? Nee, ich sag nur, dass die Waffe scheiße ist. Aber ich glaube, der ist gestorben, oder? Nee, der ist tot, klar. Aber es ist trotzdem eine Kackwaffe. Manchmal, Spectre ist perfekt, um sozusagen runter. Weil ich wusste halt, dass der Typ kommt, deswegen bin ich halt nochmal einmal höher gegangen. Und der kam dann halt und dann konnte ich ihn dummerweise nicht killen. Warum hat der da eine fucking Smoking Der geworfen? ist, das ist clever. Es gibt manchmal, also es gibt eine Sache, die ist taktisch klug. A, er kann die Smoke werfen und ich kann sozusagen mich so positionieren, dass ich an der Smoke vorbeigucke und er steht schon bereit, dass er an der Smoke vorbeiguckt. Oder B,
er hat die Smoke Decals rausgemacht aus seinem Game und er sieht den Smoke nicht. Also das ist aber unwahrscheinlich, denke ich mal. Will ich nicht unterschlagen, dass er das macht. Aber es ist schon clever, einen Smoke zu werfen. Vielleicht hat er es auch unabsichtlich geworfen. Und die anderen nur Platzpatronen. Nee. Ich positioniere mich einfach nur besser als die anderen. Das war ein wichtiger Kill gerade, der Typ. Ich muss jetzt noch Zeit verstreichen lassen, weil ich muss warten, ob Nachzügler kommen. Die kommen, um das zu machen, was ich machen wollte. Halt nachträglich die Leute absahnen. Immer in der Hoffnung, dass... Die Shots. Genau deswegen loote ich nie Leichen. Genau aus dem Grund. Habt ihr es gesehen? Deswegen lootet man keine Leichen. Guckt gut hin. Das ist wichtig, dass ihr das lernt. Das ist so circa das Allerwichtigste, was man im Battle Royale lernen muss. Man lootet keine Leichen, nachdem man jemanden getötet hat. Genau sonst passiert genau sowas. Sobald ihr Schüsse hört, könnt ihr rennen wie der Wind. Nur weil der gelootet hat, ist er gestorben übrigens. Wäre der wachsam gewesen, hätte er mich vielleicht töten können. Unwahrscheinlich, aber er hätte mich töten können. Er hätte zumindest die Chance gehabt. Oh, Daniel San ist on fire. Daniel San ist in Sensei-Mode. Daniel San. Das ist halt, das ist natürlich hier das Camping hoch 18, ne, was ich jetzt gerade mache. Ich habe meine kleine Bergspalte gefunden und campe hier. Weil ich genau weiß, dass das sind so die Gänge, die ich nehmen würde. So was wie hier vorne vor mir. Das ist ein guter Aufgang, um jemanden hier zu flankieren oder von der Flanke anzugreifen. Daniel-san. Und wie gesagt, ja, did I fire 5 or 6 shots? Na, kennt ihr das vielleicht? Kennt das irgendjemand? Did I fire 5 or 6 shots? Wegen nope. Revolver und so weiter? So ein Spruch? Nö. Hab ich 5 oder 6 mal geschossen, weil, ne, auch noch eine Patrone drin ist. Auch wenn ich jetzt in meiner Waffe nur 7 Schuss drin habe. Das ist immer noch tödlich. Und niemals zu greedy werden. Niemals zu greedy werden. So, jetzt loot ich den Typen. Vielleicht ist jetzt jemand an der Leiche, vielleicht habe ich Timelag. Vielleicht wartet auch jemand auf mich, weil er mich streamsniped, könnte natürlich auch sein. Die Variable muss ich jetzt natürlich auch mit einnehmen, wenn ich den Server zeige und meinen Radar die ganze Zeit offen habe. He's going. Er ist da. Boy, you're witnessing the Daniel-san. The great Daniel-san. Sich schon langsam rumklabüsern, welche Waffe jetzt gerade die beste Munition hat. Ich denke aber, schallgedämpftes Stunhack ist jetzt das Beste, was ich verwenden kann. So, und jetzt gehen wir looten, Jungs. Please give a warm welcome for my friend Daniel Summer. Bin ich Daniel Summer, oder? Wow. Oder Daniel Summer. Warte. Wow, wow! Schuss auf Daniel! Oh, survive, please. Ich werde aus der Entfernung gesniped. Somebody is definitely streams. Nein, nein. Irgendjemand hat mich gesehen aus großer Entfernung. You're down? Oh. Aber I'm spotted. Oh. Hat jemand die gleiche Idee gehabt wie ich? Leichen campen. Ja. Irgendwo links. Nur, dass der nicht gewartet hat. Wow. Ohne Scheiß, ne?
Oh Gott, das Weil ist zu viel das, weil das. für mein altes Herz, ey. Die Spiegelung gerade in meinem Scope. Röchelt wie so ein notgeiler Hengst. Glaub nicht, dass der so weit weg war, um ehrlich zu sein, Bruder. War ein bisschen weiter weg auf jeden Fall. Vom Schusswinkel würde ich sagen 200 Meter. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe, der auf mich geschossen hat. Shit's on, I lost him. Könnte ein Busch sein, aber für größere meine Scopes reicht nicht aus, um zu erkennen, ob er da drin ist oder nicht. Sometimes when you're behind, you have to play differently. Yes. We're gonna do some stupid shit right now, guys. Are you ready for some stupid shit? Fuck it, YOLO, YOLO. YOLO. We're gonna blaze it right now, bitches. Are you ready blaze for this it. Shit? Are you ready for some blazing? YOLO, blaze it. For 20 action. Oh shit. Oh shit. Somebody didn't paid attention to the zones. And the somebody is me. YOLO blaze it. Schaffe ich aber, Jungs, keine Sorge. Ich habe gleich 4 oder 5 Medikits dabei. Das verwirrt mich nur so ein bisschen, wieso der eine Typ sich dann dazu entschlossen hat, irgendwie so weird in die Stadt hineinzulaufen. Da muss ich jetzt genau das gleiche Problem haben wie ich. Vielleicht wollte der mich ja wirklich ganz dringend. Hart und direkt, ihr wisst schon. Like a dirty whore. Live und direkt, Bruder. Ah, ja. Keine Panik, ich überlebe das. Fuck you. Fuck you. Not talking to you, talking to the guy who was next to me. Okay, guys. Hier hinter fängt die Zone wieder an. Alles, was hinter mir war, übrigens, alle, die gerade wild geschossen haben und so weiter, waren alles Leute, die das gleiche Problem haben wie ich gerade.
die einfach noch so verzweifelte Schüsse in die Luft ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh shit. Okay, guys. Das ist echt scheiße. Eigentlich sollte die Zone sich jetzt mal dringend verkleinern. Das wäre extrem praktisch jetzt gerade für mich. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich 2 Minuten Zeit, in die Zone wieder reinzurennen. Gleich, nachdem ich drin war. Okay, guys, we have to play differently. You know, like once wise man said, his name was Lasse, we have to do some full on mode. Come on, let's go. We're going full on. Full on, guys. Full on retard mode. Erstmal trinken wir ein bisschen flüssiges Wasser. Der Typ gerade eben, der war übrigens langsam, weil er so low AP war. Mit anderen Worten, ich musste ihn noch anpusten, damit er stirbt. Und das Einzige, oder der Grund, warum der hat vermutlich A, halbherzig auf mich geschossen, A, weil seine Vision mega eingeschränkt war und B, weil er schon vermutlich mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Deswegen hat er gerade so komisch gespielt. Oh Gott, Guys. Wir schaffen es noch, aber. Klaus Shit, Alter. Klaus Shit. Dark Warrior 999. Hallo und herzlich willkommen! Dark Warrior! Make some W Spam, boys! W Spam? And I want to see some Mützen! Oh Gott, und übrigens auch für Carbon Kid. Carbon Kid habe ich einfach frech ignoriert gerade eben, weil ich vermutlich gerade way too intense in-game war. Tut mir leid, Carbon Kid, aber nochmal herzliches Dankeschön auch dafür, Mann. Ohne Scheiß. Als Carbon Kind. Danke, Lasse, für deinen Sub. Gott, Lasse, such a good imitation. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Du 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 du. Scheiße. Wir gehen in den Safe Mode. Wir machen Safe Mode, guys. Safe Mode. Spectral 6 Schuss. In der schallgedämpften Waffe besser als in der lauten Waffe. Viel Schuss. Okay. Oh Gott, das hasse ich halt so, ne, Jungs? Fuck my life, guys, ganz ehrlich. See, guys? You have to think like enemy. Only then you can defeat enemy. Oh. Be like water, my friend. Be like water. Yeah. Be like water, my friend. Be like water. Be like water, my friend. Guys, you see, you have to use ears when you fight, not eyes. Ears, ears, most important sinus organ you can have in fight. After penis. After penis. Penis most important.
Wir dürfen nicht niemals das wichtigste Dogma vergessen, was der Großmeister Lasse uns allen beigebracht hat, als ein Geschenk an uns Kinder. Shoot arrow, hit Hit arrow. arrow. Ja. Only then you can hit the arrow and you can kill the enemy. Da ist meine Anweisung zum Sterben bisher befolgt. Nicht zum Sterben. Manchmal müsste ich mir einfach nur sagen, was ich machen soll. Als ich Zorn verkleine? Ja. Gut, wir sind 96, 131. Kill-Count ist, glaube ich, bei 6 oder 7. Ich weiß es nicht genau. 130. Oh Gott, es ist natürlich immer gefährlich, direkt loszurennen wie so ein wahnsinniger Berserker, wie ich das mache gerade. Aber wir haben gerade sozusagen einen besonderen Anlass, weil ich nicht darauf geachtet habe, mal wieder, wie die Zone sich verkleidet und wann und wo und wie. We do crazy stuff, guys. You're playing from behind, you have to play differently, boys. Möchte eine wichtige Sache anmerken. Mein Hauptproblem oder mein großes Problem, was ich zurzeit habe, ist, ich habe keine Painkiller und so weiter, deswegen verrate ich mich ständig durchs Stöhnen. Da ist übrigens Zonenende, wo ich hier hingucke. Da oben ist Zonen. Auf jeden Fall geht es weiter. Hier oben wird irgendwo jemand sein. Hier oben, garantiert. Irgendwo die Richtung. Da hinten beim Haus wird garantiert jemand sein. Was irgendwo mich der Einzige, der in dem Haus hier ist, was mir ganz gut gefällt zurzeit. Hier könnte halt noch jemand reinrennen, so wild in die Zone. Ist halt gefährlich. Aber gerade eben hat man sehr gut gesehen, welches Potenzial ein Schalke denn für Waffe hat im Battle Royale. Das ist unglaublich. Ich meine, der Typ, der wusste halt nicht, von wo er beschossen wurde, hat sich hingelegt, dachte so, okay, chillen wir erstmal einen Moment und gucken, ob ich von hinten beschossen werde. Bumm, kriegt einen mit der AK plötzlich. Ey, scheiße, ich habe gerade Chat hier an. Ich kann nicht lesen, was sie in Smallcap schreiben lasse. Kannst du mir das mal kurz sagen, was sie schreiben? Dear Moonday 7, this is an automated message from Twitch TV. We recognize your chat is slower than 50 lines per second. Please fix this or we have to cancel the partnership with you. Sincerely, Twitch. Scheiße, Alter, Jungs. Merkt ihr, was passiert? Ich will nicht, dass ich meine Twitch-Partnerschaft verliere. Scheiße, Jungs. Können wir nicht 50 Lines per Second haben? Per Second, oder was? Oder was ist die Aussage? 50 Lines per Second, ja. Per Second. Scheiße, Mann, das ist halt das Problem, wenn ich nicht mal die Basic Needs befriedigen kann von Twitch. I could be frisky right now, but frisky kills me. No, when you're behind, you
You have to play differently, you know. Yes. He was frisky. You see what happens with frisky players? If you see what happens with frisky players! No, I don't see. Sorry. Stream delay. Yeah. Ready to go, Daniel-san, kill counter 7 or 8. Circle, Daniel-san, circle. Ja, keine Sorge, ich vergesse den Circle nicht. Once man said, pressure is good, too much pressure lässt den Kessel platzen. Okay, I'm gonna go. Wie viele Türen hast du auf dem Kessel? Eckhardt, sind die Russen schon da? No. Geh mal in den Keller gucken, meine Frau ist nicht da. Eckhardt, ich glaube, die Russen sind da. Lass sie, you're not helping. Wollte ich nicht. Why am I not dead? Sorry, übrigens, das ist so helles bei euch hin und wieder. Drei, übrigens noch. Ja. Noch zwei Feinde. Und ich. Oh ja, jetzt hat jemand meine Werner-Imitation erkannt, du. Kehr. Eggert. Die Russen sind da. Ja, das war ja, sorry, Mann, Alter. Ich weiß, wir haben auch jüngere Generationen dabei, die Werner vielleicht nicht kennen. Wer von euch kennt Werner nicht? Hände hoch! Oder ich schieße. Keine Sorge, er schießt auch, wenn die Hände unten sind. Ja, oder wenn ihr lootet. Ich will so wissen, wie so ein Loot-Goblin. Ah ne, warte, Loot-Goblin, der heißt anders bei uns. Der ist Kevin. Kevin ist die Loot-Bitch. Ding ist, hier unten ist auch noch so viel Playzone. Ah, da bin ich ja hergelaufen mit Antworten. Eigentlich können die noch da oben sein. Sorry für die helle Karte, wie gesagt. Augenkrebs. Übrigens, wäre es nicht extrem geil, wenn Twitch den Twitch-Chat mit aufzeichnen würde? Wie ging das Lied nochmal? Warte mal. Beinhard wie ein Rogge. Beinhard wie ein Schobbe. Beinhard wie ein Flashbier! Beinhard geht das ab hier. Und dann ging es irgendwie weiter. Wir radern easy über Bech und Tal. Stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dengel, 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 dengel. Beinhard wie ein Rogge. Beste. Beinhard wie ein Schobbe. Beinhard wie ein Flashbier. Beinhard geht das ab hier. Irgendwie müssen die da oben sein. Wenn das so zwei Teaming-Bitches sind, ne? Ich mach euch platt, Jungs. Ich mach euch platt. Ich knife euch.
Meine Position ist jetzt auch echt nicht so die beste, muss ich dazu sagen. Eine Zone gleich noch einmal kleiner. Eigentlich könnte ich jetzt schon den Rand der Zone abrennen und Leute dabei, also die Leute killen, die außerhalb der Zone sind. Ja, das war anders. Wer später bremst, fährt länger schnell. So war das. Stimmt. War das im Lied? Weiß nicht. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Das hört sich so modern an. Aber ich glaube, das war irgendwo in irgendeiner, im Werner-Teil, glaube ich. Gesagt. Später bremst, fährt länger schnell. Ich höre mir gerade das Lied an. Ich kämpfe gerade mit so ein paar Leuten um Leben und Tod. Kleinen Moment. Okay. Okay. So, wir rennen noch nicht rein, weil noch müssen wir nicht in der Zone sein. Noch kriegen wir keinen Schaden. Mit anderen Worten, wir gucken, ob wir Nachzügler kriegen können, die in die Zone versuchen zu rennen. So Straight Runner. Können sicher sein, hier unten ist keiner. Ich gehe jetzt davon einfach aus. Sobald 60 Sekunden da steht, so, warten wir jetzt noch so. Noch einen Ticken, weil wir sind so nah an der Zone dran. Warten wir noch einen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. So, jetzt müssen Leute kommen. Wenn jetzt keine Leute kommen, it's go time. Und ich hab's verkackt. Eduard Laser. Bessere Position. Intel, du hast jeden Vorteil, den man sich wünschen kann. Okay, Danielson, du hast glaube ich 10 Leute oder so gerankt. Now take it. Hast du Dexter gesehen? Ja. Okay, Dexter gab's auch. Hast du auf Englisch gesehen? Ich hoffe. Ja. Da war doch dieser Typ mit Take it! Weiß nicht, ob du das gesehen. Also, oh Gott. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Okay, aber kein Problem, nee, aber da war so ein Typ, der hat auch mal gesagt: Take it! If you want it, take it! Ich muss ganz ehrlich sein, rein positionstechnisch bin ich sehr im Nachteil, wirklich. Also meine Position ist nicht schlecht, ich verstehe mich nicht falsch. Aber meine Position im Sinne von, dass ich der war, der den Dritten getötet hat, ist ziemlich beschissen. Das ist so ein bisschen so wie beim Fußball. War da nicht irgendwas so, wer mit Elfmeterschießen anfängt, hat einen Nachteil? Ja. Ne? So irgendwie so einen prozentuellen Nachteil? Mhm. So ungefähr ist das gerade auch hier. Daniel, remember my words. When you're playing from behind, you have to play differently. You're right. I need to get some balls and rush into the fucking enemy. Yes. Okay, give me a second. I need to figure out which magazine is the fullest. I found the fullest. Okay. Okay, guys, we have to play differently. Differently.
War so oder so schon eine gute Runde. Sehr gut. Wollen die Schweine ewig leben? Und keiner confused. Bitch, bitch! Ohne Scheiß. So. Ohne Scheiß, das war, glaube ich, einer der grandiosesten Runden, die ich je gespielt habe. Ohne Scheiß. Das war einer der allergrandiosesten Runden, die ich jemals gespielt habe. Wirklich. Ohne Scheiß. Das war ohne Scheiß, Jungs, ne? Das war mit Abstand auf jeden Fall die Sensei-Runde meines Lebens. Ohne Scheiß. Oh Gott. Ich habe nicht mehr gesehen, wer da unten drin lag. Ah. Hast du die Message gesehen? Wieso, was hat er da unten geschrieben? Hat er noch unten eine Message geschrieben gehabt? Oh mein Gott, das war auf jeden Fall MLG-Shit gerade eben. Habt ihr den Flickshot gesehen? You have to play differently when you play from behind. Ach, ich hab das Heilungs... Achso, das Heilungszeichen... Warte mal. Ich dachte, das Heilungszeichen kam, glaube ich, ein bisschen weiter hinten. Ganz ehrlich, das war so... Ich dachte gerade für einen Moment, ich wäre außerhalb der Zone gewesen. Das war mega weird, ich weiß nicht. Ey, hast du mich gerade gewinnen lassen, oder was war das? Ja, das Medic-Zeichen dachte ich, kommt von mir, weil ihr müsst kurz meinen Gedankengang nachvollziehen, den ich in der Situation hatte. Ich hatte gedacht... Dass das Medic-Zeichen gekommen ist, weil die Zonen vorangeschritten sind und kleiner geworden sind, dass man auch schneller Schaden außerhalb der Zonen bekommt. Und weil ich einmal ganz, ganz für eine Millisekunde außerhalb der Zonen war, dachte ich, dass ich so minimalen Schaden bekommen habe. Das Problem ist halt nur, ich dachte... Hat er den Back open, hat er gesagt, und du rennst gerade an ihm vorbei. Ernsthaft jetzt? Mhm. Hat er gesagt? Ja, das ist das Problem. Erad Laser, you have to play differently when you're behind. Yeah, differently. Good job, man. Das war cool. Ja. War eine richtig dicke Runde, Bruder.